Schaut mal, Snee. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Zur Erklärung, ich hatte mal, als ich mit Lissy unterwegs war und meinem Bruder, so eine kleine Phase, wo wir einfach so Chuck Norris-Witze die ganze Zeit erzählt haben und es war einfach richtig witzig und wir haben einfach die ganze Zeit nur gelacht und hatten Lachflash und so. Auf jeden Fall war das sehr witzig und ich habe noch nie so viel gelacht, deswegen habe ich mir die Sachen alle aufgeschrieben, damit ich später wieder drüber lachen kann. Übrigens wird heute ein besonderer Tag, weil ich etwas machen werde, wovor ich eigentlich die letzten Jahre, beziehungsweise nein, das letzte Jahr ein bisschen Angst hatte. Nicht Angst, aber ich wollte es halt nicht machen. Aber jetzt habe ich richtig Bock. Aber ich erzähle es euch erst gleich, weil ich lade da gerade ein Video hoch. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Und muss da jetzt noch ein Thumbnail für machen. Meine Stimme geht irgendwie voll weg. Übrigens gibt es große Neuigkeiten. Und zwar fahren Lissy und ich diesen Monat noch aufs Meet and Play. Und das ist geil, weil eventuell, ich habe mir mal so vorgestellt, eventuell kann es sein, dass ich dort Jody treffe. Und das wäre so das Größte, was passieren könnte. Aber an sich, dahin zu gehen, ist einfach richtig nice und die Erfahrung wird richtig nice. Und Anfang Februar passiert auch noch etwas, aber das erzähle ich jetzt noch nicht, weil das soll noch ein bisschen geheim bleiben. Ich kann jetzt mal kurz erzählen, was ich heute vorhabe. Und zwar möchte ich mir heute meine Haare schneiden lassen. Für die meisten klingt das wahrscheinlich ganz normal, weil sie jede paar Wochen zum Friseur gehen. Das Ding ist aber, dass ich seit einem Jahr nicht mehr da war, weil jedes Mal, wenn ich bei einem war, haben die das halt falsch abgeschnitten, also immer mehr oder nicht so, wie ich es wollte. Und das mag ich halt nicht. Das Ding ist, seit ein paar Monaten, beziehungsweise auch jetzt fast seit einem Jahr, feiere ich lange Haare sehr. Besonders bei Jody, also ich kann das mal kurz einblenden. Heute ist ein sehr komischer und sehr spannender Tag. Es sieht so aus, als würde ich mir meine Haare abschneiden lassen. Sie hat halt auch lange Haare. Bei mir sieht es natürlich nicht so gut aus und das ist halt das Problem. Meine Haare sind voller Spliss. Wenn ich die ganze Spliss abschneiden wollen würde, müsste ich die bis hierhin abschneiden. Und das werde ich nicht machen, weil ich mag lange Haare und ich mag keine kurzen Haare, jedenfalls nicht bei mir. Deswegen kann ich euch mal kurz zeigen, welche Frisur ich mir gedacht hatte. So ungefähr mit hier das Pony so ein bisschen, sieht man es, dass das Pony halt so das Gesicht so umrandet und ungefähr die Länge ist halt Jodys Frisur. Aber ich will jetzt nicht irgendwie, weil ich sie toll finde, sie nachmachen, sondern es liegt einfach nur daran, weil ich denke, weil sie meinte auch, ihre Haare, sie hat halt das Gefühl, dass man Kopfhaut sieht und was weiß ich alles. Und ich denke halt, diese Länge sieht dann einigermaßen gut aus, weil ich würde diese Länge eigentlich gerne behalten. Aber ich war hier sozusagen gezwungen, zum Friseur zu gehen, weil es halt wirklich ab muss. Aber ihr sieht es ganz gut aus und auch mit dem Pony, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es ähnlich aussehen wird und gut aussehen wird und mir gefallen wird. Und wenn nicht, dann habe ich halt gelitten. Und außerdem hatte ich auch schon für eine lange Zeit überlegt, mir die selber zu schneiden, weil das momentan richtig viele machen.
und es auch nicht schlimm aussah. Aber ich hätte halt, wenn, gerne diese Frisur, wie ich gerade gezeigt habe. Es ist halt auch stufig und sehr stufig und dadurch sehen sie voluminöser aus, die Haare. Und ich habe halt vorher schon stufig gehabt, deswegen habe ich halt hier oben sowie hier unten Spliss. Und deswegen müsste ich sie theoretisch jetzt auch wieder stufig abschneiden, damit auch so viel Spliss wie möglich weggeht. Da gab es jetzt ein kleines Problemchen. Der hat nämlich zu und zwar noch 2 Tage. Jetzt schauen wir, ob der andere offen hat in einer anderen Stadt. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Kleines Problem. Laden hat zu und der andere Laden, wo ich ohne Termin hin kann, hat auch zu. Heißt auf Deutsch, ich kann heute nicht zum Friseur gehen. Dann erst morgen. Das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Bei Daily Vlogs, ich mache das jetzt schon ein bisschen länger, halt, ist es halt immer, du hast das Gefühl, du musst was Produktives machen, damit der Vlog halt interessant wird. Und das war eigentlich das für heute geplante Interessante. Aber jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, um was annähernd Produktives zu machen, gehe ich jetzt noch in die Stadt. Und danach zeige ich euch ein paar Ideen oder Sachen von mir, was den Fanfilm oder was allgemein Filme betrifft. Ich hasse Montage. Besonders ich hasse es noch viel mehr, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe und dann irgendwas dazwischen kommt und dass ich das dann nicht machen kann. Das ist ätzend. I don't let me go.